Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Regio TV Stadtgesprächs aus der Motor World in Böblingen. Und bei mir zu Gast der Kapitän der Stuttgarter Kickers, Enzo Marchese. Hallo Enzo. Hallo. Enzo, über 11 Jahre im Trikot der Stuttgarter Kickers, 273 Spiele für die Kickers gemacht, 52 Tore erzielt, 37 Vorlagen gegeben. Da denkt jeder, du bist ein richtiger Stuttgarter. Aber deine Wurzeln, die liegen hier in der Region, in Böblingen, oder? Ja, ich bin zwar in Böblingen geboren, aber ich wohne seit meiner Geburt in Weil-im-Schönbuch. Und da wohne ich bis heute noch und ich fühle mich da wohl und da kriegt mich eigentlich nichts weg. Da auch deine fußballerischen Anfänge sicherlich gehabt. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, das war ganz kurios. Ich habe eigentlich in Weil-im-Schönbuch habe ich so gegen das Garagentor vom Nachbarn mal geschossen. Und dann hieß es mal, ich soll aufhören. Ja, dann haben sie mich irgendwann mal mit 5 gepackt und auf dem Sportplatz getan. So, jetzt tob dich mal aus. Und so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen. Dann in Weil-im-Schönbuch angefangen. Und wann ging es denn dann zu den Kickers? Weil da ging es ja dann schon relativ früh hin. Ja, ich habe dann bis zur C-Jugend in Weil-im-Schönbuch gespielt. Und dann bin ich zum VfL Sindelfingen gewechselt, habe dort noch 3 Jahre verbracht. Und dann bin ich eigentlich ja, als jünger Jahrgang zu den Kickers gegangen. In der A-Jugend war ich dann bei den Kickers. Wenn man mal bei so einem Vorbereitungsspiel hier in der Region war, die Kickers sind ja in der Region dann oft unterwegs oder beim WFV-Pokalspiel. Wenn du hier in der Region auftrittst, dann ist immer was los. Jeder kennt dich, jeder will nach dem Spiel was von dir wissen. Das macht einen doch aber auch irgendwie ein bisschen stolz, wenn man hier aus der Region kommt, hier in der Region geblieben ist und da einfach einen Namen hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich komme ja auch viel rum hier im Kreis Böblingen. Ich bin, wenn ich mal sonntags frei habe, bin ich auf irgendeinem Sportplatz zu finden, mehr eigentlich in Weil oder auch in Böblingen mal, bei der Fortuna Böblingen, weil da spielen einige Kumpels von mir. Ja, aber so, wenn ich jetzt mit den Kickers im WFV-Pokal oder bei Testspielen hier in der Region unterwegs bin, ja, dann freut mich das schon, dass ich dann so Leute kenne, nach dem Spiel ein bisschen ein, zwei Wörter rede. Ja, das macht dann schon stolz, ja. 11 Jahre Stuttgarter Kickers, 3 Jahre warst du aber woanders, in Ulm, dann aber wieder zurück zu den Kickers. Also die Kickers scheinen auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit von dir zu sein, oder? Sonst wäre ja damals der Weg wahrscheinlich nicht wieder zurück ausgerechnet zu den Kickers gegangen. Oder ja. Gab es damals keine andere Möglichkeit? Nee, auf jeden Fall. Also der Kontakt zu den Kickers ist eigentlich nie abgebrochen. Ich bin nach Ulm gewechselt und habe meinen Wohnsitz hier in Weil gehabt und war dann auch jeden Tag hier und bei trainingsfreien Tagen bin ich mal vorbeigegangen, einen Kaffee trinken oder wenn es am Wochenende mal der Spielplan zugelassen hat, war ich in Degerloch im Stadion und habe mir da die Spiele angeschaut. Also der, wie gesagt, der Kontakt ist nie abgebrochen und dann wurde mein Vertrag nicht verlängert oder ich wollte nicht verlängern, wie man es auch nimmt und dann wieder der Kontakt zu den Kickers, und dann hat man mich wieder zurückgeholt und ja, es ist eine Herzensangelegenheit und ich musste echt nicht zweimal nachdenken. Und dann hat mir es sofort ein Dach und Fach gebracht und ich bin stolz, wieder bei den Blauen zu sein. Ja, mit den Blauen viele Höhen und viele Tiefen erlebt. Was war denn so der negativste Moment und was vielleicht der schönste Moment? Kann man das so an bestimmten Ereignissen festmachen? Ja, ich denke, negative Momente gehören ja im Sport dazu. Aber jetzt, ich habe jetzt zum Glück keinen Abstieg erleben müssen mit den Kickers. Aber ja, so negative Momente, so eine Trainerentlassung ist jetzt nicht gerade positiv. Oder Niederlagen, die man wegstecken muss, natürlich, die sind leider häufiger der Fall. Aber so eine negative, wo ich jetzt sage, das will ich nie mehr erleben, das natürlich nicht. Positive Erlebnisse, ganz klar der Aufstieg in die dritte Liga. 2012. Genau. Die Kickers gehören eigentlich nicht in die dritte Liga, sondern woanders hin. Aber das lassen wir mal ein anderes Thema sein. Ja, und ich hoffe, ich bin noch nicht am Ende mit den positiven Erlebnissen in Kickers. Ich werde es nie vergessen. Ihr habt damals ja mehr oder weniger auf dem Cannstatter Wasen so mehr oder weniger erfahren, dass ihr jetzt aufgestiegen seid. Und da war dann richtig was geboten. Dann gab es aber noch weitere Highlights, würde ich sagen. Vielleicht Darmstadt, den Klassenerhalt zu schaffen damals unter ganz schwierigen Umständen. Und dann im Sommer das Pokalspiel gegen Dortmund, 37.000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena, auch 2 Highlights. Ja, klar, absolut. Das Spiel in Darmstadt war vom Druck enorm. Ja, wir haben einen Punkt gebraucht und wir spielen in Darmstadt. Und es geht eigentlich um Leben und Tod, ja, fußballerisch gesehen. Wir haben das Ding für uns entschieden, sind im 1-1 raus. Dann natürlich die Emotion hochgekocht.
Ich glaube, einen Tag später bin ich 30 geworden, da konnte ich zum Glück noch feiern. Ja, und dann das Highlight im Pokalspiel gegen Dortmund. Ich glaube, das war Anfang der Saison, da haben wir ganz Deutschland gezeigt, wie gut wir Fußball spielen können. Und wir haben uns von unserer besten Seite gezeigt. Dann waren die Dortmunder am Schluss doch einen Tick zu gut, aber wir haben gute Werbung für uns gemacht. Die stehen jetzt im Finale in Berlin, aber es gab richtig viel Lob für den Verein. Und ich meine, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, es ging auch stetig bergauf. Das Lob von Klopp zum Beispiel für eure Leistung war ja dann eigentlich nur ein logischer Schritt der Entwicklung der letzten, sagen wir mal, Monate, eineinhalb Jahre, oder? Was in den letzten Jahren passiert ist, ist doch sehr positiv bei den Stuttgarter Kickers. Ja, absolut. Und die, wo dafür stehen. Die Leute, die dafür stehen, sind natürlich Micha Zeyer mit dem Horst Steffen und mit seinem Trainerteam. Das Reto nehme ich da nicht raus. Was die aus der Mannschaft rausgeholt haben. Wir haben uns nicht arg verändert, aber es wurde eine Kultur, eine spielerische Kultur an die Mannschaft gebracht, die sie gut umsetzt. Und wir haben vom ersten Spieltag in Wien-Wiesbaden gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können, dass wir auch uns oben festbeißen können. Das haben wir bis zum heutigen Tag gezeigt. Und ich denke, der Vater des Erfolgs ist natürlich die Mannschaft. Wohin die Reise noch gehen soll für dich persönlich, für die Stuttgarter Kickers und was man noch alles erwarten darf, darüber reden wir gleich im zweiten Teil des RegioTV-Stadtgesprächs. Bleiben Sie dran. Böblingens neue Flaniermeile öffnet ihre Pforten. Willkommen zur feierlichen Einweihung an diesem Wochenende. Die Bahnhofstraße wird zur Fußgängerzone und das wird kräftig gefeiert. Der Festakt mit OB Lützner am Samstagmorgen und geführte Innenstadtrundgänge. Dazu Livebands, Kinderaktionen und der Edeka Showtruck bei den Mekkaden mit DJs und einem Sonntagsfrühshoppen. Kommen Sie flanieren! Altstadtflair und Fachwerkidylle, Naturerlebnis und Kultur, Ausflugsziel und Einkaufsstadt. Das ist Herrenberg, die Mitmachstadt am Schönbuchrand. Gemütlichkeit und Party pur. Das Almhüttendorf auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Stimmung, Party und Gemütlichkeit. Alpenländisches Ambiente und deftige Küche. Von der Bretteljause bis zum Flammlachs. Und mit würzig frischem Stuttgarter Hofbräu Frühlingsfestbier. Täglich Live-Musik in der Almhütte und unter dem riesigen wettergeschützten Vasenhimmel. Jetzt reservieren unter 0800 711 und 4x2. Besuchen Sie uns auf dem Frühlingsfest in unserem neuen größeren Festzelt und in unserem sonnigen Biergarten. Günstige Angebote für knusprige Göckele und frisches Frühlingsfestbier finden Sie auf unserer Homepage. Von ganzem Herzen hier. RegioTV. Herzlich willkommen zurück beim RegioTV Stadtgespräch. Bei mir natürlich immer noch der Kapitän der Stuttgarter Kickers, Enzo Marchese. Ja, Enzo, noch junge 31 Jahre alt. Ja, aber das heißt ja nichts. Man muss ja nur mal nach Italien schauen. Del Piero, Buffon, man kann ja aufzählen noch und nöcher. Ja, woran liegt das? Sind es die italienischen Gene, dass da die Leistung immer besser wird oder so ähnlich wie bei den Oldtimern hier? Ja, je älter, je wertvoller oder beim guten Wein? Woran liegt's? Ist auffällig. Ja, nee, ich fühle mich mit 31 jetzt noch nicht jetzt so alt, dass ich jetzt sage, oh, in den nächsten Monaten hänge ich die Kickschuhe an den Nagel. So ist nicht. Aber natürlich gehört Eigendisziplin dazu, wie gesunde Ernährung oder ja, Regeneration, früh schlafen gehen, auch mal
ausschlafen, wenn es sein muss. Und durch deine Erfahrung kannst du natürlich den jungen Spielern viel weitergeben. Unter Dirk Schuster hat er immer gesagt, Enzo ist der Papa der Kompanie. Unter Massimo Morales warst du eher so der Dolmetscher und vielleicht auch Seelenklempner für die anderen Mitspieler. Und jetzt unter Horst Steffen bist du einfach der verlängerte Arm auf dem Feld. Wächst man in sowas rein oder hat man sowas von früher schon? Warst du schon in der Jugend einer, der die Mannschaft geführt hat? Oder wie kommt sowas? Ja, in der Jugend war ich eigentlich einer von vielen. Natürlich wächst man in die Position rein. Und als ich dann in aktiven Bereich gekommen bin, unter Robin Dutt damals, war ich einer von vielen. Und ich habe mich schon wichtig gesehen. Und, aber ich war jetzt nie so der erfahrene Spieler. Ich wollte halt immer meinen Senf dazugeben. Und jetzt im positiven Sinne. Ja, und dann natürlich bin ich nach Ulm gewechselt und die Zeit hat mir natürlich sehr viel getan, weil dort war ich dann ein Leistungsträger, von mir wurde viel erwartet und dann mehr oder weniger habe ich mich in die Mannschaft reingespielt und auch hatte auch was zu sagen. Und dann zurück zu den Kickers, die haben das natürlich auch verfolgt und ja, dann wächst man in diese Position rein. Ich bin stolz, der verlängerte Arm jetzt vom Trainer zu sein oder auch unter Dirk Schuster. Aber nichtsdestotrotz muss ich trotzdem meine Leistung bringen, weil alleine stelle ich mich natürlich nicht auf. Ist aber auch irgendwo so eine Gratwanderung, wenn man mal so ein Spiel direkt am Feldrand miterlebt hat, da wird es halt auch mal lauter gegenüber einem Mitspieler, wenn mal so ein Pass nicht geklappt hat oder in der Kabine, aber danach ist alles wieder gut. Aber das muss der Mitspieler ja auch verstehen. Bekommt man das immer hin? Ja, nee, ich bin ja, ja, das sind meine südländischen Emotionen, sage ich mal. Natürlich gibt es das ein oder andere laute Wort von mir während dem Spiel, aber das ist nichts gegen den Spieler persönlich, sondern dass er sich jetzt ja, aufrappeln muss, weil es geht ja natürlich, im Fußball kann man nichts sagen, ach, hätte ich nicht. Da muss man schnell handeln und wenn jetzt der eine oder andere Spieler zwei, drei Leichtsinn-Fehler macht oder Fehlpässe über 5-6 Meter, dann muss ich den schon wachrütteln. Das ist mir auch damals passiert, damals ein bisschen lauter, bei mir war es ein bisschen extremer, aber die Jungs nehmen das nicht persönlich. Nach dem Spiel ist es abgehakt, dann gibt es ein Shake-Hand und die Jungs sind nicht nachtragen. Und wohin geht die Reise jetzt mit den Stuttgarter Kickers? Noch ist alles möglich. Der vierte Platz ist ein Minimalziel, einfach damit man wieder den Traum DFB-Pokal erleben kann. Wie wichtig wäre denn der Aufstieg in die zweite Liga? Oder sagst du, wir sind in der Entwicklung, da wird es uns nicht umhauen, wenn wir weiterhin noch ein Jahr vielleicht in der dritten Liga spielen würden? Also eins ist Fakt, wir müssen nicht. Wie andere Vereine oder andere Mannschaften, die den Aufstieg von Tag 1 im Blick gehabt haben. Wir wollten einfach von Anfang an unser Können zeigen. Wir wollten die positive Rückrunde vom letzten Jahr beschädigen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Wohin die Reise geht, weiß ich nicht. Aber die Kickers gehören mittelfristig wieder nach Hause. Und es ist nun mal die zweite Liga. Und du wirst dieses Erlebnis natürlich auch gerne noch erleben. Am liebsten natürlich mit den Stuttgarter Kickers. Bis 2016 Vertrag plus ein Jahr, wenn es eben in der zweiten Liga wäre. Ja, der Traum zweite Liga, ja, auf jeden Fall. Und auch nur mit den Stuttgarter Kickers? Also ich würde mich nicht dagegen stemmen, aber natürlich wissen wir jetzt, was die Realität und die Gegenwart bringt, das ist die dritte Liga. Aber das wäre natürlich ein Traum von mir, mit den Kickers in zwei Ligen zu spielen. Wenn man alleine auf diese Saison schaut, mit Vereinen Dresden, Duisburg, Bielefeld, volle Stadien, große Stadien, das macht doch Lust auf Profifußball, oder? Oder jetzt ist man richtig im Profifußball angekommen. Ja, absolut. Die dritte Liga dieses Jahr bringt so viel mit, auch von den Stadien, von den Zuschauerzahlen. Ich glaube, wir sind in Europa mit England, glaube ich, vom Zuschauerschnitt ganz weit oben. Ja, und natürlich so Spiele in Dresden, Bielefeld, Duisburg sind natürlich schon so Highlights. Kann mal sein, wenn es um was geht, dann spielt es vor 30.000 Zuschauern. Das ist natürlich schon eine geile Atmosphäre. Eine Frage, die mir immer gestellt wird zur Person Enzo Marchese, ist dein Spitzname. Wenn man mal im Stadion war, dann hört man den bei Standardsituationen. Ich sage ihn jetzt nicht. Da gibt es so viele Geschichten um den Spitznamen. Wir werden die wahre Geschichte heute nicht erfahren, oder? Nee, also es gibt viele. Ich habe schon so viele Gerüchte gehört. Also schlimm ist es nicht. Es ist ganz simpel, aber das wissen nur 6, 7 Jungs vom B-Block und ich. Und so soll es auch bleiben. Wenn du deine Karriere beendest, dann laden wir dich wieder zum Regio TV Stadtgespräch ein und dann werden wir es erfahren. Oder du schreibst eine Biografie, da wird es dann drinstehen. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Wir werden natürlich dranbleiben.
dranbleiben an den Stuttgarter Kickers. Und natürlich der Aufruf, 16. Mai, 13.30 Uhr, das Heimspiel gegen Erfurt, das letzte Heimspiel der Saison. Da wäre es doch schön, wenn wir ein richtig volles Stadion hätten, den Kapitän anfeuern, wie er mit der Mannschaft aufläuft und dann auf eine hoffentlich tolle Saison danach anstoßen könnten. Absolut, ja. Vielen Dank, Enzo Marchese. Das war das Regio TV Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss. Ade.